Moin Leute und willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, der ein oder andere wird direkt sehen, worum es geht. Und zwar geht es heute um die Photovoltaikanlage. Die möchte ich jetzt schon mal montieren. Noch nicht komplett anschließen, das geht einfach noch nicht. Vor allem darf ich es auch nicht, weil ich kein gelernter Elektriker bin. Aber ich kann sie auf jeden Fall schon mal auf dem Dach montieren und alles vorbereiten und die Kabel schon mal dahin legen, wo sie hin müssen. Und dann später wird irgendwann noch der Wechselrichter montiert, der Akku montiert und alles wird angeschlossen. Aber das Anschließen muss dann ein Elektriker machen, der es darf. Das ist ja immer so eine besondere Sache, aber da haben wir theoretisch auch schon wieder eine Hand. Also schauen wir mal. Ich habe mir jetzt gerade schon mal den ersten Halter geschnappt und dann geht es mal hoch. Erstmal ins Dachgeschoss, da komme ich ja von innen an die Ziegel dran. Da kann ich die auch ein bisschen hochschieben und erstmal gucken, messen, wo denn welcher Halter hinkommt, wie das Ganze passt mit den Dachsparren. Und dann werde ich hier einfach mal anfangen, denn hier kann ich auch auf das Dach vom Stall klettern und bin quasi schon am Hausdach dran. Und es wäre ja ganz cool, wenn man dann provisorisch erstmal an ein oder zwei Solarpaneele die Powerstation anschließen kann. Dann steht sie drin, ist permanent angeschlossen und wir haben ein bisschen kostenlosen Strom. Ja, wir müssen die Anlage ein bisschen aufsplitten, beziehungsweise die Module. Prinzipiell haben wir 28 Module, davon kommen auf jede Dachseite genau die Hälfte, also 14 Module, weil wir eine Ost-West-Ausrichtung haben. Das ist, denke ich, am besten. Und die 14 kommen auch nicht in einer Reihe, sondern in zwei Reihen, weil sonst das Dach einfach nicht reicht. Das heißt, 7 Module hintereinander. Aber auch die 7 Module sind zwischendurch unterbrochen, denn hier, wo diese durchsichtigen Dachziegel sind, soll zum Beispiel ein Dachfenster hin. So, die ersten paar Haken habe ich jetzt von innen montiert, ohne aufs Dach zu klettern. Auf jeden Fall muss ich jetzt noch mindestens einen Haken in der zweiten Reihe montieren und dann kann ich vielleicht schon mal zwei Schienen oder so draufschrauben und gucken, wie das funktioniert. Und ja, je mehr Haken und Schienen ich befestige, desto besser wird es dann auch funktionieren, weil ich dann drin bin. Und ich habe jetzt auch gerade gemerkt, ich habe irgendwie 4 Haken oder so montiert, dann habe ich Mittagspause gemacht und dann der erste Haken nach der Mittagspause, das hat wieder gedauert. Aber es wird und ja, ich freue mich auf das Endergebnis. Die Leisten bereite ich mir hier drin schon mal vor. Ich habe hier so Verbindungsstücke.
Hier oben ist natürlich alles sehr abenteuerlich, weil der Boden einfach nur lose Blätter sind. Und es ist verdammt heiß hier. Ich mache jetzt erstmal das Fenster auf und dann schiebe ich ein paar Dachziegel hoch. In der Hoffnung, dass es lüftet, weil das hat hier wahrscheinlich 40 Grad oder mehr. Ja, in den letzten Tagen haben wir alle Vorbereitungen für die Photovoltaikanlage getroffen. Das heißt, sämtliche Dachhaken montiert, die wir hatten, alle Schienen, die wir soweit montieren konnten. Drei Module sind ja schon montiert und heute geht's weiter. In ein paar Minuten kommen die ganzen Helfer und dann montieren wir die restlichen 25 Module, sofern alles klappt. Und was ich auf jeden Fall schon gelernt habe, ist, dass das Komplettpaket, also ich habe eigentlich ein Komplettpaket bestellt, für unsere Situation nicht komplett ist. Also ich habe dann gemerkt, okay, ich brauche noch mehr Dachhaken, dann habe ich nochmal 8 Haken nachbestellt und dann beim Montieren habe ich festgestellt, reicht gar nicht, wir brauchen doch nochmal 4 mehr und Schienen nachbestellt, teilweise Klemmen nachbestellt, wobei ich die wahrscheinlich gar nicht gebraucht hätte. Also wenn man wahrscheinlich ein komplett neu geplantes Haus mit irgendwelchen DIN-Abständen der ganzen Spachen hat und weiß nicht was, dann könnte dieses Komplett-Set passen. Bei uns nicht. Das heißt, ich habe das ein oder andere Mal etwas nachbestellt. Aber jetzt müsste hoffentlich alles da sein, beziehungsweise die letzten 2 Schienen, die wir noch brauchen, die kommen heute hoffentlich per Post. Ansonsten wird das letzte Modul heute nicht montiert. Aber auch das kann man sonst an einem Nachmittag nochmal eben machen. Wichtig ist, dass die meisten Module endlich aufs Dach kommen. Dass wir auch von innen am Dach weitermachen können und es von innen zumachen können, dass der Keller wieder ein bisschen mehr Platz hat und wir da anderes Zeug zwischenlagern können und. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze klappen wird. Wir haben jetzt 2 Gurte, ich habe noch einen 2. Gurt besorgt, dass wir zu zweit auf dem Dach arbeiten können. Denn alleine ist das echt verdammt schwierig, diese Module entgegenzunehmen. Ja. Und hinzu kommt natürlich auch, dass unser Dach ziemlich steil ist, also man hat eigentlich gar keinen Halt. Man braucht sowieso die Kletterausrüstung. Muss ich voll ins Seil hängen und ja, es wird spannend. Immerhin ist es heute nicht so heiß, momentan ist es sogar fast kalt, also im T-Shirt ist es draußen ein bisschen sehr kalt. Thank you.
wird auch immer mehr, oder? Ja, wir müssen die Fenster. Achtung, was los? Ja. Ja, wir haben es zum Teil geschafft. Die PV-Anlage ist halb montiert, beziehungsweise was die Module angeht, haben wir von insgesamt 28 Stück, ich glaube schon 16 oder so montiert. Auf dieser Seite fehlen noch zwei Module, auf der anderen Seite dann entsprechend die ganzen anderen Module. Und ja, wir sind langsamer vorangekommen als gedacht. Es war aber auch anstrengender als gedacht. Und zwar gar nicht mal das Module schleppen, heben und auf dem Dach rumtragen, sondern einfach allgemein so lange auf dem Dach zu laufen. Das ging ganz schön auf die Beine und irgendwann haben wir gesagt, so, das reicht jetzt, wir hören jetzt auf. Wir sind körperlich doch am Ende, außerdem kam dann eh irgendwann Regen. Und ja, das ist jetzt ein paar Wochen her und seitdem haben wir bisher noch keine Zeit gefunden, wo wir alle zu viert genügend Zeit haben, um die restlichen Module zu montieren. Denn das geht eigentlich nur, oder mit unserer Methode müssen wir vier Leute sein. Und ja, deswegen liegen die restlichen Module jetzt noch unten im Keller. Genau, verkabelt ist das Ganze auch noch nicht, beziehungsweise ihr seht es vielleicht, hier kommen zwei Solarkabel runter. Ich habe einfach drei Module zusammen in Reihe geschlossen, die laufen gerade an unserer Powerstation dran, dass die einfach Tag und Nacht laufen kann. Damit wird das warme Wasser für unsere Dusche warm gemacht und wenn ich hier oben irgendwelche Werkzeuge benutze, laufen die auch darüber, damit wir wenigstens ein bisschen Strom sparen können. Ja, ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn das so war, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr das nächste Video zur PV-Anlage oder alle weiteren Videos zum Haus und zu den anderen Projekten nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute, und tschüss.